So, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir hatten letztens zwei Endgegner besiegt. Der eine war der Sanges-Dämon, habe ich glaube ich letztens gar nicht erwähnt, wie der hieß. Und der zweite ist der Spiegelritter gewesen, den wir davor besiegt hatten schon. Der da vorne lauert, normalerweise. Ja, sind tot. Wir waren letztens am Anfang der untoten Gruft gewesen. Ja, aber wir hatten ja von dem Sanges-Dämon letztens noch einen Schlüssel bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, wenn wir den Aufzug hochgehen hier, dann kommen wir auch an den Käfig, wo wir diesen Schlüssel einsetzen können, der uns letztens noch gefehlt hat. Und ich glaube, da war diese Frau drin letztens, wenn ich mich hier erinnere. Dann gucken wir jetzt erstmal nach, was es damit noch auf sich hat, bevor wir dann weitergehen in die Kammer der Untoten. Einfach mal gucken, oder Kammer, ich glaube, Gruft der Untoten oder Grab der Untoten, irgendwas. Ich weiß gerade nicht mehr. Aber erstmal gucken wir hier. Und dann schauen wir mal. Dann denke ich mal, werden wir uns auch langsam aber sicher dem Ende zuneigen jetzt des Spiels. Also, ich spiele jetzt 38 Stunden. So, ich glaube, hier war das. Wir haben eingebetteten Schlüssel. Ich habe letztens vergessen, dass man den noch benutzen kann. Okay. Er hat den aufgeschlossen mitsamt in. Oh Gott. Naja, das klang. Das sah jedenfalls komisch aus. Ja. Hier ist eine Frau drin, auf jeden Fall. Oh Gott. Ring des Todes, okay. Ich weiß nicht, ob wir die jemals wiedersehen werden, diese Frau. So, was macht der Ring des Todes? Gucken wir doch mal. Wo ist der Ring des Todes? Stirbt man dann? Bewahrt menschliches Aussehen sogar einer Hülle. Der Träger dieses Rings erscheint menschlich, sogar wenn er in Hülle ist. Das heißt, wir können uns in der Gruft der Untoten wieder mit den Toten anfreunden. Wir alle erleiden Verluste. Und keiner von uns kann den Tod entkommen. Worin liegt dann die Faszination, das zurückzuholen, was bereits im Jenseits eingegangen ist? Ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ist wahrscheinlich nur optisch, vermute ich mal. Vielleicht brauchen wir den Ring sogar, um weiterzukommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. In jedem Fall werden wir jetzt wieder zurückgehen hier, gucken. Ja, vielleicht brauchen wir den Ring sogar. Auf jeden Fall singt hier jemand jetzt. Das war vorher noch nicht. Das ist gruselig. Moment mal. Vielleicht sollte ich nochmal da oben vorbeischauen. Auf jeden Fall hat da gerade jemand gesungen. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht war es auch bloß eine Illusion oder so. Vermute ich mal. Ja. So viel zum Thema. Wir sind jetzt, denke ich mal, auf dem besten Weg. Ich weiß nicht, ob ich nochmal woanders vorbeischauen sollte. Das sind übrigens Spieler hier, die gleichzeitig jetzt hier spielen. Das sind keine Geister oder so. Das sind wirklich Spieler, die gerade eben das spielen, was ich sehe. Sich so bewegen, wie sie sich in Wirklichkeit bewegen. Ja. Mittleres Schloss von Trangleck sind wir jetzt. So, und wir müssen jetzt in die Gruft der Untoten. Genau. Gucken, was uns da erwartet, wie gesagt. Dann denke ich mal, also ich sehe ja hier in den Bonfires, dass es noch drei Levels gibt. Oder zwei Levels noch. Ich denke mal, eins davon wird wahrscheinlich der Endgegner sein. Und ja, eins davon sind wir halt jetzt schon. Also denke ich mal, wird es noch ein größeres Level, denke ich mal, geben. Und das noch. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Nebenmissionen gibt, die man machen kann. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Blind Let's Play. Boah, für Stille. Naja, gehen wir mal weiter hier. Da wird bestimmt nochmal ein schönes Kacklevel werden, vermute ich mal hier. Die Gruft auf jeden Fall. Gut hinsehen. Gut hinsehen. Wohin sehen? Ich sehe nichts. Okay, da läuft ein Untoter rum. Komm mal bitte mehr. So, du stirbst. Danke. Zwischen Boden fangen wir gar nicht erst an hier. Auf jeden Fall scheint es ziemlich dunkel zu sein. Normalerweise sollten wir vielleicht eine Fackel mitnehmen hier. Gibt es bestimmt auch wieder jede Menge Geheimgänge in den Wänden hier. Ach, super. Naja. Einfach mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier kommt und was... Wo jetzt Geheimgänge sind. Ich werde versuchen, jede nackige Wand auf jeden Fall. Oh, hier kommt jemand. Komm mal her.
Eiern. Ah, zum Glück seid ihr schwach. Okay. Ja, leck mich am Arsch. Das ist wieder Fall für Pfeil und Bogen hier. Na, mal gucken. Ich hoffe, die kommen nicht wieder zurück, diese Untoten, die ich jetzt gerade getötet habe. Na, irgendwas lebt hier noch. Auf jeden Fall. Irgendwas kriecht hier rum. Naja, wir haben Zeit. So, ich glaube, der ist tot jetzt. Ja. So, damit haben wir das Problem schon mal gelöst hier. Ich hoffe, hier gibt es hier noch einen zweiten, der das macht. Okay. Ja. Das war eine ganz schlechte Überraschung von dir. Boah, hier sind tatsächlich noch Leute. Oh, fuck. Hier sind gleich mehrere. Gut, da werden wir uns erstmal um einen kümmern hier. Um dich da oben zum Beispiel zuerst. Naja, wird schon. Wie gesagt, wir haben Zeit, alle Zeit der Welt hier. Ich will mich nicht von den Dingern treffen lassen, das ist wahrscheinlich tot. Das muss nicht sein. Au, das hat fast getroffen. Wow, wo schießt denn die hin? Unglaublich. So, aber ist tot. So, bleibt nur noch eine übrig. Und die ist hier hinten. Wie gesagt, verzeiht mir. Ich spiele ein bisschen sicherer auf jeden Fall jetzt. Fuck. Ja, das ist natürlich super, wenn man hier irgendwo hängen bleibt. Ich auf jeden Fall hat es mir ganz schön Energie ab. Also keine Energie groß abgezogen, muss ich sagen. Wo ist die alte jetzt? Hinten, oder? Ich die von hier treffen? Ne, unglaublich. War nicht möglich. Naja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die macht hier. Unbekannte Gegner. Sieht auf jeden Fall ziemlich gefährlich aus, das Vieh. Wird deshalb aus der Entfernung getroffen. Ja, mal gucken. Einen Schritt zurückgehen hier. Okay, trifft wirklich ein bisschen, aber ich glaube, es tut nicht allzu sehr weh. Hat die sich jetzt da hinten versteckt? Boah, unglaublich. Treffe ich doch gar nicht so, oder? Mistvieh. Komm her, sterbe. Und zack, weg ist er. So, ich hoffe, das waren alle jetzt. Ich kann langsam keine Marke mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Komme ich überhaupt lang? Ach, hier. Okay. Du zuerst. Und dann du. So. Sehr schön. Haben wir den Raum auch gecleant, sage ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwo Geheimgänge sind. Hier ist bestimmt irgendwo ein Geheimgang. Irgendeine versteckte Wand oder irgendwas. Hier, das sieht sehr nach Geheimgang aus hier. Bestimmt irgendwo ist ein Ferrisstein, den man irgendwo reinstecken kann hier. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es ist auch verdammt dunkel auf jeden Fall hier. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt irgendwo eine Fackel hier anzünden können. Ja, gehen wir einfach mal einen Schritt weiter, wie gesagt. Ich spiele das lieber ein bisschen vorsichtiger jetzt hier. Ich bin oft genug in irgendwelche Endgegner oder in irgendwelche Gegner reingerannt, bin sinnlos gestorben. Hab Sachen übersehen dann. Geheimgänge übersehen. Ja, auf jeden Fall scheint das ein ziemlich ruhiges Level hier zu sein, muss ich sagen. Hä? Human, do not produce light. Okay. Light and all those who bear it. Wer redet hier? Irgendjemand redet hier. Oh, Vorsicht vor Fackel, okay. Wir müssen auf jeden Fall kein Licht machen hier. Oder sollen kein Licht machen. Den Rad sollte ich mir wahrscheinlich zur Hilfe nehmen. Scheinbare Wand. Ich sehe keine scheinbare Wand hier, aber okay.
Ja, wenn die die Nachrichten nicht da hinsetzen würden, dann würde ich wahrscheinlich auch. Ja, weiß ich nicht. Ah, hier der, oder? Ist hier irgendwas? Ach, der hier meinen die. Okay. I am Ogdain, guardian of the crypt. Ogdain. Countless dead rest here in peace, cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. I am a finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here, some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now they're all just dead. Komm auf den Punkt. Did you come for him? The one called Vendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guards. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence, and I will lend you my hand. Das klingt gut. Haben wir einen neuen Kameraden jetzt oder was? Eine Geste erstmal lernen. Was haben wir denn hier? Schild der Überheblichen, okay. Ja, weiß nicht, ob das gut ist. Eher nicht wahrscheinlich. Ah, er stellt einen Ausdauer wieder her. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber was bringt mir ein Schild, was Ausdauer herstellt, wenn es nichts parieren kann? Beziehungsweise nichts aushält? Leider, leider, leider. Das Schild gab es auch schon mal, aber in Dark Souls war es deutlich stärker auf jeden Fall. Das Kleriker-Rüstung. Keine Ahnung, ob das was taugt hier. Naja. Das ist ziemlich schwach, aber ziemlich schwer auch. Also ich weiß nicht. Anmaßungsstiefel. Was haben wir hier noch? Ring der Turm plus 1. Gegenangriff bei erlittenen Schaden. Ja, warum nicht? Finsternispfeile und Bolzen. Oh, der hat Humanity, ist ganz schön viele sogar. Oh, die sind richtig teuer, ey. Diese komischen Pilze hat er noch. Okay. Seelenspeer. Oh, ich weiß nicht, das ist alles so Sachen, die ich momentan noch nicht brauche. Aber ich will noch ein bisschen mit ihm reden. Vielleicht gibt er mir noch was. This task was granted to me. Countless souls rest here. Some are rich, others. Ich glaube, da wiederholt sich jetzt, oder? Humans were one with the dark. The former king of light, he feared. Na doch. This place is welcome. Death. Ja, ich glaube, der sagt nichts Neues mehr hier. Ja. So, naja. Große Hilfe war mir nicht, aber ich habe eine neue Geste gelernt. Warum nicht? Und ich glaube, die Typen hier, die sind nicht so gut, wenn man die angreift, schätze ich mal. Wer ist hier noch? Ja, die sind nett zu mir noch. Noch zumindest. Gucken, wie lange noch. Wahrscheinlich, wenn ich die Fackel anzünde, dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen anlegen soll, auf jeden Fall. Zäher Feind, okay. Ah, die Wichser da oben wieder, oder? Komm mal mit hier. Noch mal einen Schritt zurückgehen hier. Wo deine Kameraden noch kommen hier. Aber am besten gleich so schnell wie möglich umbringen. Sion's Stulden, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist.
Au. So, und hinüber. Ja, geben ganz, ganz gute Erfahrungen auf jeden Fall. Ist schon mal gut. Hier drüben ist eine Leiter. Ja, geht tief runter auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, hier runter zu springen. Ich vermute mal eher nicht. Könnte wahrscheinlich ziemlich weh tun hier. Irgendwelche Leute knurren hier rum. Ja, würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwie ein Bonfire oder irgendwas nach unten ist. Ich weiß auch nicht, ob ich die Leiter da runterspringen sollte. Unten ist auf jeden Fall jemand. Mit einer Schatzkiste auch. Und da unten war gerade... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht komme ich da später noch runter, vermute ich mal. Ansonsten springe ich runter, guck, was passiert. Hier ist auf jeden Fall ein Bonfire. Hier ein Bonfire ist auch schon. Versucht unten. Soll ich es probieren? Ich probiere es einfach. Ja. Yep. Okay, das hat schon mal geklappt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Oder ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, jetzt hier... Einfach mal hier... Keine Ahnung, jetzt durch die Tür zu gehen hier und zum nächsten Boss zu gehen. So, ein Seelengefäß. Sehr schön. Also ich habe jede Menge Seelengefäße mittlerweile. Ich könnte meinen Charakter wahrscheinlich 3-4 Mal mittlerweile verbessern oder umgestalten. Weiß nicht. Was haben wir denn hier? Ah, ein Bonfire. Sehr schön. Das ist schon mal gut. So, Bonfire. Das ist gut. Wenn jetzt ein Endgegner kommt, ist es nicht ganz so schlimm, wenn man stirbt oder so. Muss den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Keine Ahnung, was das ist hier. Versucht angreifen. Oh, fuck. Irgendwas kommt. Leck mich am Arsch. Komm ich hier durch? Ja, tatsächlich. So, du stirbst. Danke. Du mit. Na, komm her. Die Typen sind so schwach. Ich weiß nicht. Wo kommt die alle her hier? Keine Ahnung. So. Zeug einsammeln hier auf jeden Fall noch. Hier auch noch Zeug einsammeln. Ah, die kommen wahrscheinlich aus dem Boden einfach raus hier oder aus dem Stein, schätze ich mal. Ja, ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, ein bisschen zu farmen hier. Gut, geben nicht so viel Erfahrung jetzt zwar, aber. Aber warum nicht? Hinten kommt gerade. Ja, die kommen aus der Erde raus, wie es aussieht. Naja. Zerstören, paar Sachen. Du steckst fest hier, selber schuld. Oh Gott, wo kommt der her? Wo kommst du her? Ein bisschen aufpassen hier auf jeden Fall. Ah, die ziehen zum Glück nicht viel ab. Ah, die kommen ja aus dem Grab raus, okay. Aufpassen hier. Die sind gefährlich auf jeden Fall. Trinken wir noch einen. Ja, brauchen mich noch eine Weile bis hierher. Ja, genau. So. Im Arsch. Oh, ich komme immer wieder raus hier, wie es aussieht. Das ist schlecht. Mach ich lieber mal dein Grab kaputt hier. Ständig neue Viecher kommen. So. Soll ich wahrscheinlich das andere da vorne auch kaputt machen? Oh Mann, ey. Wie viel kommen hier noch? Oh, das ist gut. Titanite Brocken. Brauche ich unbedingt. Meine Waffe verbessern, beziehungsweise meine Rüstung. Ja, ich weiß nicht, wie viele hier noch kommen. Ja, die kommen definitiv aus der Erde raus hier. Ich weiß nicht, wie viele hier noch kommen. Ich glaube, der geht nicht kaputt hier. Aber du. So, damit ist jetzt auch dein Grab kaputt, wo du rauskommst. So. Ja, könnte eine schöne Farmgegend sein, auf jeden Fall hier. Die kommen immer wieder neu raus hier. Unglaublich. Ich meine, die geben zwar nicht viel, aber. Aber warum nicht? Hier kommt noch mehr, wie es aussieht.